Guten Morgen, meine Freunde. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobereportage und mehr. Ihr seht, ich bin wieder in der Natur. Aber das hier ist nicht nur die Natur. Das ist ja was ganz Spezielles. Ne? Gut. Und jetzt möchtet ihr natürlich gerne wissen, was ist denn das für eine ehemalige Bahnanlage? Tja. Dann lasst euch mal überraschen. Ich hoffe ja, dass ich ein bisschen was noch erkenne hier. Oder dass man hier noch ein bisschen was sieht. Denn bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, sieht es aus wie eine Gartensiedlung. Ja, könnt ihr mal ein bisschen raten, bevor die ersten Relikte erscheinen. Wo könnte ich mich befinden? Wo könnte ich mich befinden? Also ihr seht's, ne? Ihr seht's, ich laufe hier nicht auf einen ganz normalen Gehweg lang, sondern ich laufe hier auf einem Gleis lang. Ne? Das ist ein Gleis. Oder sollte ich besser sagen, das war ein Gleis. Ich muss aber immer die Uhr im Auge behalten, denn hier soll es einiges zu sehen geben. Und nicht, dass ich hier mich vertue mit der Zeit. Das hat man ja schon mal. So. Also hier sind die Gleise auf jeden Fall geflanscht. Und nicht geschweißt. Aha. Okay, da kommt eine Weiche. Es wird ein bisschen schwierig drüber zu fahren. Also. Okay, umstellen kann man die Weiche bestimmt nicht mehr. Na, habt ihr schon eine Ahnung, wo ich bin? Nein, ich bin nicht nochmal am Anhalter Bahnhof. Das hier ist eine andere Stelle. Aber ich kann euch ja mal ein paar alte Bilder einblenden, die der Josef gesammelt hat. Wisst ihr Bescheid? Das ist der ehemalige Rangierbahnhof Tempelhof. Ja, so wie auf den Bildern hat er mal ausgesehen. Und es ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Ne? Es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da drüben ist noch eine Mauer. Aber wir gucken mal weiter. Also die Schwellen sehen ganz gesund aus hier. Ja, der Baum hat sich seinen Weg gesucht und hat das Gleis rüber gedrückt. Krass. Man darf auch nicht vergessen, wie lange das hier außer Betrieb ist. Ne? Das ist schon sehr, sehr lange her, dass hier mal eine Dampflok drüber gerollt ist. Ja, ich sage extra Dampflok, weil ich glaube, Dieselloks und E-Loks haben diese Gleise nie gesehen. Ja, vielleicht Dieselloks, könnte sein. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, gut. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass wir da irgendwelche Leute nicht auf den Bildern sind. Aber hier war auch eine Weiche. Oh, die scheiß Tasche geht mir auf den Sack. Ich muss die mal kurz mal umnehmen. Ich habe nämlich eine neue Tasche bekommen, wo mehr reinpasst. Allerdings auch deswegen auch etwas schwerer ist. So, hier war irgendwas. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Weiche. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Ja, ich hätte mir das auch mal angucken können, wenn ich jetzt einen Tag frei gehabt hätte, dann hätte ich aber erst hierher fahren müssen. Und warum soll man nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden? Oder umgekehrt. Jetzt wird eine Weiche. Die lässt sich garantiert nicht mehr umstellen. Selbst wenn du sie frei machst. Dann haben wir hier eine Kreuzung. Okay. Haben sie aber schön gestaltet, muss man schon sagen.
Ne? Aber man sieht ganz deutlich, wie sich die Natur langsam alles zurückerobert. Das ist schon echt krass. Guckt euch das an. Der Baum hat sich mitten durch die Stange von der Weiche gequält. Krass. Also das ist schon heftig. Das muss eine Kreuzungsweiche gewesen sein. Na, ich würde sagen, das war eine Kreuzungsweiche. Oh. Also das ist schon cool. Ich finde es schön, dass sie das alles so gelassen haben. Als Gedenken oder als Andenken für den alten Rangierbahnhof. Na? Auch auf der anderen Seite habe ich gesehen, liegen noch welche. Nur da wird es ein bisschen schwierig anzukommen. Da werde ich wohl dann, wenn ich mal wieder die Gelegenheit habe, meine Warnweste anziehen müssen. Weil das ist Gelände, was noch teilweise befahren wird. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Das werde ich wahrscheinlich nochmal machen, wenn ich frei habe. So, hier ist die Weiche wieder zu Ende. Oder sollte ich besser sagen, hier wird es wieder eingleisig. Ja. Aber hier müssen aber auch links und rechts auch noch Gleise gewesen sein, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass dort ein Abzweig ist und dort ein Abzweig und hier erst nicht. Oder war hier bloß der Damm? Ja, auf jeden Fall geht da auch ein Gleis lang. Ja, hier sieht man auf jeden Fall mehr als das, was vorgestern auf der tollen Tour passiert ist. Ja? Das ist ja Unterschied wie Tag und Nacht hier. Wäre schön gewesen, wenn ich da ein bisschen was entdeckt hätte, was man sich genauso angucken hätte können. Aber das war leider nicht möglich. Ja, mir hat doch jemand, also ein User, einen Kommentar drunter geschrieben. Ich habe einen Bahnhof verpasst, Goldson oder Golzen. Ja, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber man kann ja nun mal nicht alles entdecken. Das zweite Viadukt war übrigens vor dem Großen, also von Schnecktalbrücke, von der Schnecktalbrücke war das. Aber da bin ich dran vorbeigeflitzt. Da hätte ich abbiegen müssen. Ja, das ist ja eine komische Gleislage, hä? Guckt euch das mal an. Den Unterschied, wie hoch das hier geht. Ah, na klar, logisch. Wisst ihr, was das mal war? Das ist ein Abrollberg gewesen. Deswegen. Ne? Das war ein Abrollberg. Für Güterwagen. Natürlich. Deswegen dieses Gefälle. Das ergibt Sinn. Muss ich nochmal auf das Bild gucken. Moment. So, das war das zweite Bild. Und hier haben wir schon ein Gebäude. Schade, da kommen wir nicht ran. Macht aber nichts. Ich würde sagen, es war Stellwerk. Stellwerk. Das muss ein Stellwerk gewesen sein. Schade, man kommt nicht ran. Nicht betreten. Na, dann betreten wir es halt nicht. Gehen wir wieder auf die Gleise. Das, was ihr im Hintergrund hört, ist übrigens eine S-Bahn. Habe ich ja auch schon gefilmt. Ne? Habt ihr ja gesehen. Perfektes Timing, würde ich mal sagen. So, das hier, das war, ist bestimmt dieses Ding gewesen, was hier auf dem Schienen ist. Das war die Höhengrenze der Güterwagen, oder? Kann das sein? Oder haben die das nachträglich drauf gemacht? Nee, das kann ja gar nicht sein, sie auf dem Schienen. Quatsch, das habe ich jetzt immer erzählt. Nee, das haben sie nachträglich schon gemacht. Ja, erzählte Scheiße. Quatsch, ich habe das verwechselt. Ihr wisst schon, was ich meine mit dem Höhenteil da. Ich komme nicht auf den Namen. Scheiße, dass der Zaun da ist. Das ist ärgerlich. Ja, trotzdem gibt es hier noch allerhin zu sehen. Gut, gucken wir mal weiter. Wir haben hier sogar Öffnungszeiten. Ne? Also du kannst ja nicht hier ewig drinnen bleiben oder als Penner dich irgendwo hier niederlassen. Das kannst du knicken. Ne? Das kann die knicken. Wird bis 18 Uhr um die offen, dann gehen die Türe zu. Sehr schöne Relikte. Ja. Das war sogar eine Dreifachweiche, oder? War das eine Dreifachweiche?
Ah nee, doch eine Kreuzungsweiche, das kann man kaum noch identifizieren. Nee, das wäre ein bisschen blöd gewesen, hier gibt es ja bloß eine Spur. Also das kann kein Dreischienengleis gewesen sein oder Zweischienengleis, wie sich das nennt. Also der Blödsinn gequatscht. Hätte ja sein können, ist ja gut. Nicht aufregen. Ich hätte ja auch einen Livestream machen können, ne? Aber das war mir zu riskant, dass dann irgendwie vielleicht, sagen wir mal, die Verbindung unterbrochen wird. Ja, hier, schöne Vögel. Die haben sich die Natur zurückgeholt. Oh, die Schwellen sehen ja gesund aus. So, bup, nächstes Foto. Krass. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Also ich habe ja schon ein paar Bilder gefunden im Internet, aber da habe ich gedacht, nicht besonderes. Aber das muss ich schon echt sagen, das sieht cool aus. Auf jeden Fall mehr als bei unserer Tour gestern oder vorgestern nach Kölleda. Und dann bin ich nach Burgstedt gefahren. Eigentlich wollte ich nach Sommerda, aber ja, falsch abgelesen das Navi. Aber ist nicht so schlimm. Das nächste Mal klappt es besser. Ich muss auch wirklich sagen, dieser Bahntrassenradweg, der da teilweise irgendwo hinführt, mitten ins Dorf, und dann wird er irgendwo losgeht, der ist ein bisschen unübersichtlich. Ne? Trotzdem habe ich mich so gut wie es geht an die Strecke gehalten. Ihr habt es ja gesehen im vorletzten Video. Habe ich ein bisschen was erzählt, ein bisschen Quatsch habe ich schon gesehen. Aber ich wollte es nicht beschleunigen und Musik reinmachen, weil, naja, ihr solltet ja die Strecke genießen. Und vor allen Dingen habe ich das auch drin gelassen, wo ich mich verfahren habe. Zweimal. Ja, das Einzige, was ich rausgenommen habe, das, was ich gesagt habe, wo ich nicht gefilmt habe, das war, nachdem ich den Mann gefragt habe, geht's hier nach Lossa? Ne? Wo der sagte, auf der anderen Seite des Dorfes oder Stadt. Und da war ich schon bedient. Da habe ich ausgemacht und habe dann erst einmal auf Navi umgeschalten. Und dann habe ich halt mit Navi das Ganze erstmal gefahren. So, hier liegen überall noch die Gleise. Ja, ja. Nicht schlecht. Was sagt der Uhr? Okay. Die Highlights kommen ja noch. Also wir sollen ja hier noch Highlights geben. Richtig geile Highlights. Ja. Nicht nur Gleise, meine Freunde. Nicht nur Gleise. Ja, ich bin schon dran vorbei. Ich weiß ja nicht, wo ich mich jetzt genau befinde. Wir haben zwar hier schöne Dinger gemacht zum Langlatschen. Aber ich glaube, ich müsste mal drüber flatschen. Lass ihn nicht vorbei, ja, guck mal hier, lass ihn nicht rüber. Lass ihn nicht rüber. Ich bin von der Bahn, ich muss jetzt auf die Schienen hier. Aber ich darf nicht. Ne? Wisst ihr warum? Weil das ist Naturschutz. Ne? Da steht es ganz deutlich da. Darum gehe ich nicht auf die Schienen. Sonst wäre ich mal dahinter gelatscht. Aber da steht es ganz deutlich da. Nicht betreten. Und wir halten uns da auch dran. Dann noch alter Mast. Das war ein Lampenmast. Ja, apropos Masten, da muss ich auch noch was dazu erzählen. Ich habe tatsächlich noch alte Gittermastlampen gefunden bei mir in der Kiste. So richtige alte mit Glühbirnen. So, darf ich hier runter? Ich denke, hier darf man runter. Ups. Das war ein ICE. Ja, hier gibt es schon ganz schön was zu sehen. Ne? Schon geil. Tja, egal. Streng an. Ach, guck mal, du kannst sogar hier hoch. Wenn ihr glaubt, dass ich jetzt da hochklettert, dann habt ihr euch getäuscht. Ich darf hier hochklettern, ne? Da darf man hochklettern, damit man wahrscheinlich den Überblick hat. Aber mit der schweren Tasche
Nein, tut mir leid. Muss ich euch enttäuschen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Gittermastlampen. Ja, Tiere, alles klar. Die Gittermastlampen, die ich gefunden habe, werde ich wahrscheinlich dann entweder ins Lost Places klatschen, was ich noch vorhabe. Ja, ich habe noch vor, ein Lost Places zu bauen auf meiner Anlage. Ich verrate mir nicht wo. So viel Platz gibt es ja gar nicht mehr bei dir. Genau. So, mal gucken. Hier ist Schicht im Schacht. Ich finde es ja schön, dass sie hier diese ganzen Wanderwege gemacht haben. Also diese Laufwege aus Metall. Aber du darfst halt von diesen Laufwegen nicht runter. Ne? Darfst du nicht runter. Weil die Natur hier das Sagen hat. Jetzt. Und ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn man da irgendwie dann rumlatschen tut. Trampelt dann vielleicht auf ein Nest oder sowas. Das wollen wir natürlich nicht. Alter, das sieht doch ganz schön viel rum, du. Ja, hier haben sie auch eine Absperrung gemacht, das ist es. Ja. Absperrung. Also hier gibt es definitiv mehr zu sehen als bei den anderen. Ja. Aber definitiv. Aber leider keine Signale, schade. Keine Signale. Wie spät haben wir's? Ja, okay, gut. Lass mal einen Schritt zulaufen. Also das ist schon, das sah eigentlich bei Google Earth nicht so groß aus. Muss ich schon sagen, da steht es immer da, ne? Ja. Wiesen bitte nicht betreten. Auch für Bahnfreunde zählt das. Ja, ja. Die wollen es aber ganz genau wissen, wa? Nee, du kommst ja nicht auf die Schienen. Das ist für die Tiere. Denke ich mal. Keine Ahnung. Man sieht es ja auch so, ne? Man muss ja nicht unbedingt da über die Gleise latschen. Aber war schon ganz schön groß, das Ding, muss ich schon sagen. Wo ist denn nur diese Dampflok? Das ist auch alles voller Gleise. Sieht man kaum noch. Es macht schon einen Unterschied, wenn man etwas erhält, was mit der Bahn zu tun hatte, als wenn es scheißegal ist, dass es weg ist. Ne? Siehe auch die alte Bahnstrecke nach. Na, sag schon. Laucha. Ab den Abschnitt Lossa ist es ja dann schon 1947 stillgelegt worden. Na? Und ihr habt es ja gesehen, ich habe es ja eingeblendet extra. Im November 1947 wurde es dann als, ich kann das Wort nicht aussprechen, Präparationsleistung an die sowjetische Armee. Die haben sich dann die Gleise geholt. Abgebaut. Ne? So, und dann hat man natürlich dann später einen Fahrradweg draus gemacht. Ja, das sieht auch krass aus hier. Mein lieber Scholli. Den haben sie sogar schon gestützt. Ich muss jetzt aufpassen hier, als Rentner. Will ich nicht mitfilmen? Was sind denn die Dampflok hier? Da kriegen wir auch schon der ICE. Ich glaube, ich bin zu falsch. Falsche Ecke. Und da. Ja, die kennen das bestimmt noch, als es in Betrieb war. Mit Sicherheit. Und jetzt gehen sie nochmal zurück und gucken sich an, was draus geworden ist. Aus dem schönen Rangierbahnhof, Tempelhof. Ja, ich vermisse hier noch was. Ich hoffe, wir sehen das heute noch. Denn ich muss nämlich auch ein bisschen auf die Uhr achten. Ne? Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich muss auch einen Puffer einbehalten. Weil ich glaube kaum, dass hier noch ein Zug fährt. Ich meine jetzt auf der anderen Seite.
S-Bahn-mäßig. Nicht, dass ich jetzt denke, ich meine hier. Weil auf der anderen Seite fährt ja die S-Bahn. Da muss ja irgendwo einen Haltepunkt geben. Könnte man ja dann wieder zurückfahren. Ja, ich hoffe, es gefällt euch das Video. Also ein bisschen was erzähle und so. Aber ihr seht ja auch alles, was ich hier filme. Was gibt es noch zu sagen zur gestrigen oder vorgestrigen Tour? Eigentlich nicht viel. Nur so viel. Mir hat es am Ende gereicht. Ne? Klar, ich wollte bis nach Großheringen durchfahren, aber das war mir einfach dann so riskant. Schade, dass hier keine Informationen über die alte Anlage gibt, sondern nur über die Tiere. Interessiert mich nicht. Ich meine, die Tiere sind auch interessant, aber ich meine, das ist hier leider kein... Mann, ist das ein weitläufiges Gelände. Mein lieber Scholli, du. Also wenn du hier gearbeitet hast früher, dann hast du ganz schön den Weg gehabt. Ja? Also mit dem Fahrrad hättest du wahrscheinlich fahren müssen. Ja, so wie beim Hauptbahnhof. Das ist schon ein ganz schön großer Rangierbahnhof gewesen. Welches ist denn jetzt der zweitgrößte? Oder der jetzt größte? Ich denke, der Rummelburg, oder? Das ist jetzt der größte. Schreibt es mal in die Kommentare. Josef wird es wieder wissen. Rummelburg müsste jetzt der größte. Endlich mal was, eine Information, die dich nicht interessiert. Zack. So, klick. Da könnt ihr lesen. Müsst auf Stopp drücken. Alter, das war riesig, das Ding. Krass. So, wo ist denn über die Drehscheibe? Na, dann suchen wir mal weiter. Da mach ich mal noch ein Gleis. Zack. Ja, mal da lang. Zeit. Gut. Ja, ich betrete keine Wiese, keine Sorge. Ich suche nicht nach Relikten im Gebüsch. Gibt's doch genug zu sehen. Aha, was ist das jetzt hier? Haben sie hier ein Rohr genommen und einfach als Durchgang. Auch nicht schlecht. Also die sind schon sehr kreativ gewesen, ne? Muss man schon sagen. Die den Park gemacht haben. Das ist nicht schlecht. Dann laufen wir durch den Tunnel. Ein altes Rohr. Jetzt wird es schon gar wissen, ob das was es war. Das war auf jeden Fall ein Gleis. Das wird da eins neben uns. Ja, hier sind überall Gleise. Die haben auch alles liegen gelassen. Ha? Ich habe gedacht, die haben alles weggeruppt und haben bloß eins gelassen. Aber nee. Na, hier gehe ich aber mal runter vom Gleis. Das geht alarmlos. Ich möchte hier auch dieses Gebäude hier mal anschauen. Was war denn das? Hier war eine Weiche. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Park hier schon mal gesehen hat. Ich denke mal nicht alle. Also ist es vielleicht auch wirklich interessant für andere, die das hier nicht kennen. Oh, jetzt kommt Kinder, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, ich muss mal kurz ausmachen. Weil ich möchte hier keine Kinder mit filmen. Und Familien. Na, das muss nicht sein. Die Bildergalerie, die ich dann hinten dran hänge, das wird auf jeden Fall ein Augenschmaus. Ah, da ist auch schon was. Ich glaube, das ist eine Drehscheibe. Das ist hinter einer Drehscheibe. Ja. Okay, das muss aber fehlen. Ja, das war die Drehscheibe. Richtig geil. Scheiben.
stimmt nicht. Das ist zu. Aber schön erhalten geblieben. Sehr schön erhalten geblieben, das Ganze. Ja. Da muss wahrscheinlich dann das früher mal die andere Seite von dem Ding gewesen sein. Ja. Gut, machen wir kurz aus, Leute. Mal einfüllen, wir machen hier. So, klick. Dann nochmal so. Jetzt sind gerade die Leute nicht zu sehen. Die gehen gerade weiter. Perfekt. So, Freunde, das war das erste Highlight. Die Drehscheibe. Das war der Bote Bonica. Ja, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, tut mir leid, es war der Tschechen Express. So, das war das Mini Auto. Den habe ich ja auch, aber nicht mit Vectron, sondern mit Taurus. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, hier lang zu laufen. Die Dampfer muss irgendwo da hinten stehen. Oder hier lang. Das sind auf jeden Fall die einzelnen Gleise. Ja, ich würde sagen, hier lang. Ja, wir sind schon bei 27 Minuten, Leute. Zeit, okay. Ich gucke dann einfach mal auf die Karte, wie das mit der S-Bahn aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine S-Bahn-Haltestelle hier gibt. Ne? Doch, gibt es auf jeden Fall. Ich höre es doch. Die ist ja gerade losgefahren. Also da drüben gibt es eine S-Bahn-Haltestelle. Wahrscheinlich direkt vor dem Park. Damit du direkt am Park dann halten kannst. Ach, guck mal an, was da steht. Das ist doch hier so... wie heißt das Teil? Dann müssen wir doch auf der anderen Seite latschen. Komm ich schon an. Okay. Hier war wieder eine Weiche. Noch eine. Okay. Und da ist der Dampflok. Ja, bitteschön. Das Highlight ist gefunden. Hier haben die abgestellt. Aha. Sehr cool. Gucken wir mal. Entschuldigung. Ja, könnt ihr wieder Stopp drücken, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Bleibt mal eine Weile hier. So. Aha. Okay. Schon lange außer Betrieb. Schwellen. Gut, wir gehen die Gleise noch weiter. Okay, das gehört wahrscheinlich auch noch mit dazu. Das war wahrscheinlich das Verwaltungsgebäude. Oh, diese scheiß Tasche, Alter, die geht mir so auf den Sack. Ah, schmeiß ich da irgendwo hin. Nee, geht, das kann ich ja nicht machen. Ja, das war das Verwaltungsgebäude, wie es aussieht. Da ist der Turm. Ja, das ist auf jeden Fall deutlich auf den Bildern zu sehen vom Josef. Na? Ich glaube, da hat hier eine Dampflok gestanden auf dem Foto. Genau hier neben dem Gebäude. Könnt ihr ja nochmal überprüfen, müsst ihr euch mal die Bilder nochmal anschauen. Ich habe sie eingeblendet.
Da ist der Wasserkran. Okay, da kommt man nicht durch. Das gehört auf jeden Fall auch noch dazu. Da haben wir ein paar Informationen hier. Hauptsächlich wegen der Natur. Das ist das, was noch übrig ist. Wir sind jetzt hier. So, jetzt gucken wir mal. Ach, da ist sie. Ah, da ist die S-Bahn-Haltestelle. Alles klar, gut, hat sich erledigt. Brauchen wir uns also nicht beeilen. Dann kommen wir auch wieder zurück. Schade, das kann man nicht angucken da drüben. Nachhaltige Sanierung und Qualitierung der Lokhalle. Ja, cool. Foto machen. Klick. So. Wir dürfen bloß nicht in die falsche S-Bahn steigen. Nicht, dass wir irgendwo landen, wo wir nicht hinwollen. Mich hätte mal interessiert, wie das früher ausgesehen hat, als wo sie angefangen haben, das zu sanieren. Das hätte mich mal interessiert. Nicht die neuen Bilder, die sind alle interessant. Also wie das ausgesehen hat in den 90ern zum Beispiel. Ja, das ist alles interessant hier. Das hat nichts mit der Bahn zu tun. Das ist alles, dass diese ganzen Sachen, die man sich anschauen kann. Ich mache aber trotzdem davon Bilder. Ja, jetzt nur um die Natur. Natur kehrt zurück, ja, ist richtig. Ah, hier sind Bilder von früher. Da sind sie. So sah das früher mal aus den 90ern. Krass. Hätte man wissen müssen, ne? Hätte man sich vielleicht mal noch angucken können, bevor das hier alles zum Park umgemodelt wurde. Aber das wusste ich ja alles nicht. Das habe ich alles nicht gewusst. Ich mache mal hier so noch ein Foto, damit ihr das auch noch lesen könnt. So. Ja, ich hoffe, bis hierher gefällt euch meine Reportage über den ehemaligen Rangierbahnhof Tempelhof. Und jetzt gucken wir nochmal hier rüber, was da ist. Ja, da kommen wir nicht ran. Ach, jetzt haben wir die vor uns an der Drehscheibe waren. Aber ich filme einfach hier weiter. So in die Richtung hier. So. Hier sind nämlich noch ein paar Relikte, die man sich anschauen kann. Ja, in der Tasche ist nämlich auch noch ein drin. Das ganze Gerampel, was ich brauche. Da haben wir den Wasserkran. Vermisse ich Signale. Signale sehe ich komischerweise keine mehr. Hier haben wir noch ein Bild. Okay. Sitzfläche, Bahngleis, Zugang, Standort, Legende. Aha. Das gewesen? Ja, Kran, klar, den haben sie aber umgebaut. Na? Das war, glaube ich, ist das der Kohlekran gewesen? Das war ein Kohlekran, wie es aussieht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute, wenn ich das jetzt noch was Falsches erzählt habe, in der Schreibe oder der Erstelle. Ich habe gar keine Ahnung. Das war, glaube ich, ein Kohlekran, das weiß ich. Es war ein Kran, so, Herz. Boah, die Tasche, Alter. Danach brauche ich eine Hüft-OP, wenn ich ja fertig bin. Scheiß Tasche. Muss noch mal kurz absetzen. Moment. Oh Gott. Das ist doch wirklich.
Thank you.
So Freunde, ich bin wieder da. Ich habe die Tasche mal umgedreht. Leichter wird sie dadurch nicht. Aber ich muss ja irgendwie weitergehen. Ich möchte ja auch die Seiten hier anschauen. So. Das war die Dampflok. Warte mal, war denn das gewesen mit dem? Ich glaube, da müssen wir hier rüber. Ihr wisst, ich habe hier vor uns dann noch irgendwo so ein Fahrzeug gesehen. So, hier kommen wir da. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das muss ich schon mal sagen. Auch wenn nicht mehr allzu viele Bahnrelikte zu sehen sind, ja, das reicht doch aus. Ne? Ich finde es ja schön, dass sie das alles erhalten haben. Aber hier geht es nicht weiter. Hier kommt es nicht durch. Das Ding habe ich gemeint. Das habe ich vor uns gesehen. Was ist denn das gewesen? Der Brunnen? Ja, das war mit Sicherheit nicht. Schade, dass man an die Lokale nicht rankommt. Wie hieß das Ding? Na, komm. Fällst du mal ein, Jens? Das hat einen bestimmten Namen, das Teil. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, egal. Also, es ist auf jeden Fall SKR. SKR, hieß das Ding SKR oder SKL? SKL hieß das Ding, glaube ich. SKL 14 oder so. Ich müsste jetzt nachgucken. Oder steht es irgendwo hier? Nö, leider nicht. Naja, es ist ein SKL. So, fertig. So gut, Freunde. Ich denke mal, jetzt haben wir alles angeschaut. Hier haben wir noch ein paar alte Stangen. Ich werde noch mal gucken, ob wir auf der anderen Seite noch was sehen. Und dann würde ich mich schon zur S-Bahn begeben. Ich denke, ich habe fast alles erwischt. Ja, ich glaube, auf die andere Seite kommen wir nicht. Ich kann ja noch mal gucken, ob wir auf die andere Seite kommen. Nee, ich glaube nicht. Weil da drüben vorne schon die ICEs. Oh, diese Tasche, Alter. Hilfe. Medic! Entschuldigung, Leute, aber ich muss die Tasche mal hin und her schieben, weil die mir sonst vor dem Monster rumbaumelt oder mich in die Knie zwingt. Hier kannst du dich hinsetzen, was essen. Gucken wir hier noch einmal. Da sind gerade Leute. Schauen wir mal. Sehen wir mal schauen. Ob man noch was sieht da drin? Ja. Bild machen. Was war denn das? Okay, gut. Ich glaube nicht mit der Bahn, sieht nur was da drin zu sehen ist. Ja, wie gesagt, in die Lokhalle kommt man nicht rein. Das habe ich eigentlich gedacht, das geht, aber leider, ihr seht es selbst, ist zu. Nee, außerdem ist dort sowieso ein Zaun. Keine Chance. Gut, dann mache ich erstmal aus. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Und ich hoffe, ich habe alles erwischt. Wenn ich noch irgendwas sehen sollte, was ich noch nicht fotografiert habe oder was wir noch nicht gefilmt haben, dann schalte ich die Kamera noch mal ein. Ansonsten geht es jetzt zur S-Bahn. Ne? Ja. Richtung. Mal schauen. So, Freunde. Ich bin noch mal da. Ihr seht's. Hier ist noch irgendwie eine alte Brücke oder was es war. Müsste ich jetzt nochmal auf das Bild gucken, was ich jetzt fotografiert habe gerade.
Was war denn das? Entweder war das mal eine Brücke oder eine Unterführung. Was ist denn das gewesen? Das gehörte definitiv noch mit dazu. Tja, was machen wir jetzt? Gehen wir weiter oder nicht? So, haben wir noch ein Highlight entdeckt. Jetzt frage ich mich, was das war. Ja, Freunde, hier scheint noch irgendwas zu sein, was hier weitergeht. Und das filmen wir natürlich auch, ist ja klar, ne? Vielleicht haben die das gesperrt, weil ja, die haben hier irgendwas vor, wollen hier irgendwas noch machen. Das ist aber definitiv ein Gehweg hier, ne? Das sieht man ja. Also, oh, was zum Teufel war das da oben? Ist das ein Abrollberg gewesen oder was war das? Wo ich da gerade runter durchgelaufen bin, meine ich. Wir haben ja noch Zeit. Ich guck mal auf die Uhr. Also jetzt fahr ich noch nicht zurück. Ja. Müsste man mal da hochkrabbeln, was das gewesen ist. Hier ist definitiv Schluss. Aber hier ging es mal ursprünglich weiter, ne? Vollbremsung! Die Brücke ist hier zu Ende! Halt sie den scheiß Zug an! Mein Handy hat gerade rumgesponnen. Das ist wahrscheinlich wegen dem Auffahrunfall gewesen. Aber an die andere Brücke komme ich nicht ran. Und dann haben die hier versetzt noch eine Brücke da. Ist noch eine Brücke. Da, die ist etwas höher. Da komme ich aber auch nicht hoch. Guck mal. Ups. Mit den scheiß Taschen dabei, ja, das ist gar nicht so einfach. Ich will nicht auf der Fresse, Jens. Das wäre schlecht. Ich muss mal kurz die Kamera umstellen. So. Okay, wir sind oben. Ja, wenn, dann gucken wir uns natürlich alles an, ne? Auch die Sachen, die nicht alle Touristen sehen. Ich würde jetzt sogar mal wissen, wieso das so versetzt ist von der Höhe her. Habt ihr eine Ahnung? Da unten ging ja Gleise lang. Und hier oben ging auch Gleise lang. Das verstehe ich nicht. Das muss einen Grund gehabt haben. War das ein Umleitergleis oder was? Ich glaube, ich sollte nicht wieder zurückgehen, weil ich komme hier garantiert nicht wieder runter. Ne? Und das wollen wir natürlich nicht. Ich gucke nochmal auf die andere Brücke rüber, die da war. Dazu mache ich das Handy mal kurz aus, denn ich muss ja wieder den Abstieg irgendwie hinbekommen, ohne dass ich auf der Fresse falle. Also bis gleich. So, jetzt bin ich wieder unten. Ich hätte auch da oben lang laufen können, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich wieder runtergekommen wäre. Vielleicht runterspringen. Guter Witz. Nee, an die andere Brücke kommt man nicht ran. Blöd. Schade. Hätte mich mal interessiert, denn laut dieses alten Bild von 1952 gingen die Gleise ja weiter.
Ja, ist noch was. Stimmt, wieder Weiche gewesen. Hier hängt was runter. So, haben wir hier das Problem mit den Zecken, ne? Muss ich mir nicht unbedingt anschauen. Jetzt ist die Frage, ob die das jetzt hier erst planen, dass das hier weitergeht, oder ob das wieder verworfen wurde. Ne? Man sieht ja ganz deutlich, dass sie hier einen Weg draus gemacht haben. So, ich glaube, hier komme ich durch. Ich will nämlich mal die andere Brücke angucken. Kommen wir hier durch? Schau mal. Und hier waren auch keine Schilder mit nicht betreten oder sowas. Ich denke mal, hier ist das okay. Das sieht doch irgendwie ein bisschen nicht so naturfreundlich aus. Vielleicht wird es erst verbessert. So, gucken wir mal hier rüber. Nee, da kommst du nicht rein. Die scheint noch in Betrieb zu sein, die Brücke. Die ist noch in Betrieb. Ja. S-Bahn-Brücke. Übrigens, ihr habt es ja vielleicht an den Bildern erkannt, wenn ich sie noch nicht eingeblendet haben sollte, dass die Haltestelle von der S-Bahn von Anfang an war. Nur versetzt. Ne? Aber die Haltestelle, die existierte von Anfang an. Seit das Ding hier gebaut wurde oder seit. Also, wo ist das noch in Betrieb? Ja, also hier gibt es nicht mehr viel zu sehen, außer das eine Gleis, was sie hier zum Fahrradweg, ich auch schon, zum Gehweg umgebaut haben. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Gleise gibt es hier keine mehr. Das Ding hier oben. Na Josef, das ist eine Aufgabe für dich. Was war das gewesen? Das muss ja von Anfang an da gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Überführung war, um Gleis auf die andere Seite zu bringen. Weil wie ein Abrollberg sieht das nicht aus. Ich würde sagen, das war irgendwie eine Überführung. So, gut. Das war das Zäunchen. Da kommt die S-Bahn. Ja, das Gleis wird noch genutzt. Alles klar. Da fährt die S-Bahn. Schauen wir mal auf die Uhr. Also viel gab es ja nicht zu sehen, außer die Brücke. Hier nochmal hin. Ah, diese Scheißtasche, Alter. Die geht mir aber auch aufs Schwein da. So. Hier haben wir noch ein paar Gleise. Ja, hier haben sie schon was weggerissen. So wie es aussieht. Krieg. Gut. Was war das gewesen? War das ein Abrollberg oder was? Oder war das einfach nur eine Überführung so auf anderes Gleis? Ich verstehe es nicht. Naja, Josef, du wirst das schon mir sagen, was es war. Ne? Du hast ja deine Möglichkeiten. Warte mal, da steht doch was. Nee, das ist auch nicht richtig. Hier ist Schluss. Wir verlassen jetzt den Ort. Und mehr gibt es hier leider nicht zu sehen.
Außerdem habe ich die Schnauze voll von der Tasche. Ich kann die ja nicht irgendwo hinschmeißen, ne? Das ist ja wohl klar. Das sollte euch ja wohl auch einleuchten. Ich frage mich, was das war. So, also ab zur S-Bahn. Oder fahren wir eine Haltestelle weiter, da muss ja noch irgendwas gewesen sein auf der anderen Seite. Naja, scheiß drauf. Priesterweg. Priesterweg. Da haben wir auch noch mal ein Foto vom Wasserturm. Gut, Freunde, das war's jetzt endgültig. Ich gehe jetzt zur S-Bahn. Vielleicht filme ich noch mal 2, 3 S-Bahnen. Mal gucken. Und dann geht's zurück zu Südkreuz. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Nette Kommentare, Kritiken könnt ihr auch da lassen. Und an die Leute, die sich wirklich damit auskennen hier. Also, ich habe ja bloß was fotografiert. Was war das da, wo das Gleis oben lang ging? Das würde mich mal interessieren. Also, wenn ihr S-Bahn zu tun gehabt oder gehört das zum Abrollberg, schreibt es mal in die Kommentare. In dem Sinne, bis bald zum nächsten Video. Macht's gut. Ja, verpasst. Scheiß drauf.